Sie haben am 15. Juni die Frau Baumgartner aufgefunden. Ja, das ist richtig. Können Sie uns das mal schildern, bitte? Ja, das war ungefähr gegen 23 Uhr. Ich war auf einer Party in Meersburg und ich habe einen Autoalarm gehört. Ich bin runter zum Parkplatz gegangen. Ich dachte, es wäre von meinem Truck. Und Gott sei Dank war es nicht der Fall. Und als ich zum Bootssteg darüber geguckt habe, kam diese Frau auf mich zugerannt von einer dieser riesigen Yachten und hat einfach mich um Hilfe gebeten. Hat gesagt, Hilfe, Hilfe, ich bin vergewaltigt worden. Wie sah sie denn aus? Ja, die wurde echt übel zugerichtet. Also ihre Haare waren ja total durcheinander, Make-up war verlaufen, sie hat Rocke war, glaube ich, zerrissen, ihre Beine waren zerkratzt, also wirklich schlecht. Also habe ich sie natürlich sofort in meinen Truck gepackt und ich habe sie ins Krankenhaus gebracht. Ja. Sieh die Verhandlung von diesem Schickimicki, Hani, von diesem Metzger, da thront da ja der Prinz. Also wenn Sie zugucken wollen, dann verhalten Sie sich gefälligst ruhig hier. Ja? Ich bin nicht der Zuschauer, ich bin hier der Baumgartner, der Ehemann hier, der gehörnte Ehemann von der Ina. Ist egal, aber wenn Sie zugucken wollen, dann... Nein, ich will nicht zugucken, ich habe hier neue Beweise auf meinem Handy. René, was soll das denn? In diesem Spiel hier geht es nämlich gar nicht um eine Vergewaltigung. Sondern? Ja, kann ich Ihnen zeigen hier auf dem Handy. Ja, dann, Moment, dann machen wir eins nach dem anderen.